Ich weiß es nicht. Nagis! Und. Weg von ihr! Sie gehört mir! Box, Box, dreht durch! Beckett! Gib mir mein Baby zurück! Boah! Ich hasse dich! Was? Geht ab! Ja! Oh Gott! Fox wurde getötet wegen den Babys! Aha! Das macht jetzt natürlich alles noch viel mehr Sinn hier! Ich bin rausgegangen, ging wieder rein und... Ach, was soll das alles? Ich frag doch nicht mal mehr, was hier los ist. Auf jeden Fall ist hier eine Tür aufgegangen. Die Supertoilette ist aufgegangen. Ja, klasse. Was soll denn eine Supertoilette? Nix geht hier. Nix geht mehr. Okay, wir gehen einfach weiter. Es kann ja nicht mehr so viel passieren, ne? Außer, dass noch mehr Nagis kommen. Ha, Nagis. Aha. Da wird geröntgt. Okay, das wird über Taschenlampe an. Hier ist der andere Raum. Okay, da soll ich nicht hin. Und hier irgendwo sind Ja, hallo? 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 Nagis? Irgendwo? Das kann nur ein Fehler sein. Ganz sicher. Hier gibt es keinen Weg. Hören Sie... Nein! Ja, hören Sie, wir haben das Objekt ohne Probleme angepasst. Okay, ich habe mal wieder nicht zugehört, oder? Ich habe mal wieder nur die Hälfte von ihm mitbekommen, was ich mitbekommen sollte! Hey, da ist jemand, ganz geheim. Combines! Hallo? Ich wollte schon gerade sagen, haben sich jetzt alle selbst in die Luft gejagt, was wäre das hier? Das wäre nicht nett gewesen. Das geht ja gar nicht. Hallo, ich bin hier auf der Position. Kommt Schrott, kommt Schrott! Jetzt! Okay, und nochmal, und nochmal. Okay, sehr gut. Das geht auch gar nicht hier. Das ist ja krank hier. Krank hier! Okay, ich laufe wie K.O. durch. Was soll's? Ich habe eine Schrotflinte. Ich habe auch keine Angst, von niemandem zu haben. Sehr schön. Sehr gut. Da ist noch jemand. Nur wo? Hallo? Na gut, dann ist hier doch keiner. Okay, habe ich mich vertan. Sehr schön. Gehe ich halt woanders lang. Ich habe da kein Problem mit. So, super Munition nehmen. Aber kann ich gar nicht nehmen. Aber hier ist der geheime Superbunker. Scheiße. Das ist nie ein gutes Zeichen. Echt nicht. Nagis! Nagis, sie... Noch ein Nagi! Alter, Nagis, wo wollt ihr hin? Okay, die Nagis zeigen mir den Weg anscheinend. Der zweite Nagi hat mich halt erschreckt. Was will der Nagi von mir? Was sollen die von mir? Was sollen die Nagis? Warum ist hier eine Kamera? Warum? Da sind sie schon wieder. Hallo, ja. Was machen die da? Ich wüsste mal gerne, was sie da tun. Anscheinend kommt sie hier gleich irgendwo raus. Hinter mir. Nagis. Okay, ich bin gerade ein bisschen verängstigt, muss ich zugeben, vor den Nagis. Muss ich sagen, aber... Ah! Nagi! Wow. Ach, ist das schön. Wow. Was soll das jetzt? Alter! Hört ihr mal auf mit der kranken Scheiße? Hinweis. Oh, da ist was zu lesen. Testergebnisse Habinger Konversion. Okay, Entschuldigung. Konversion. HPLX24E12. Bericht zum Aktualisierungsprozess. Proband D8106. Genehmigter Habinger-Kandidat. Woche 1 Proband zeigt leichte Steigerung der Reflexe und erste Anzeichen von Kompatibilität mit der angestrebten telepathischen Frequenz. Woche 2 Verbesserung der Reflexe und der Telepathie hält an. Der Proband zeigt leichte Anzeichen einer Psychose, darunter Paranoia und Halluzination. Ja, okay. Proband zeigt schwere Reaktion auf die Behandlungssitzung. Mhm. Aber Erkältung. Notfallrekombinationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Woche 5 Scans deuten auf eine Schädigung der Großhirnrinde hin, die zur Einschränkung der logischen Funktion und teilweise Rückentwicklung der Probanden in einen animalischen Zustand führen können. Es treten extreme psychische Nebenwirkungen auf. Proband wird zur weiteren Analyse der Daten in dem Programm eingeführt. Also, wer hier beschrieben wurde, kann euch ja wohl klar sein. Das sind diese Nagis, von wie wir die ganze drehen. Sie hätten es auch einfach Proband Nagi nennen können. Hätte ich mehr mit anfangen können. Oh, Medikits sind voll. Klasse. Ich darf nicht mehr als 3 Medikits mitnehmen. Das ist super. Schön. Hallo. Nagis. Hallo. Okay, Zeitlupe. Zeitlupe. Keine Zeitlupe mehr. Okay.
Der war komisch. Der war jetzt aber echt komisch, oder? Okay, was ist da jetzt los? Na, das ist der Typ wieder, der die ganze Zeit durch die Röhre fährt. Aufnehmen. Reflexionsinjektor. Was sind denn das? Reflexions irgendwas. Arsenal. Was sind das? Armakam. Krankenhaus. Oh, ne. Tutorials. Medizinischer Injektor. Regenerieren erwähnt ihre... Nee, das ist der falsche. Das ist nicht der, den ich suche. Nahkampf, nein. Da! Gelbe Reflexe erhöhen die Dauer ihrer Zeitlupenfähigkeit dauerhaft. Aha! Jetzt habe ich längere Zeitlupe oder was? Oh, ich sehe. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich schon eine zweite Leiste dazu bekommen. Das ist cool. Okay. Was geht hier? Alles explodiert? Oh gut, da rette ich mal um mein Leben, würde ich mal sagen, ne? Hallo? Ach du Scheiße. Hallo? Drücken? Nicht gut. Zeitlupe aktivieren. Alles brennt. Ich mag die Zeitlupe. Zeitlupe ist mein Freund, wisst ihr? Alter, wo ist jetzt... Verdammte Tür! Da! Geh, drück drauf! Okay. Ach du Scheiße, alles brennt hier schon. Ich brenne. Alles brennt. Reißen Sie das Erdgeschoss, bevor die Anlage zerstört wird. Ja, das schaffe ich wohl so gerade eben. Abschnitt 03. Tor. Mensch, aber spielen wir mal so... Arschlöcher! Rennt um euer Leben! Ich verpiss mich! Ihr könnt mich alle mal! Okay. Hallo! Ja, wo seid ihr? Schneller und platziert, da kommt das Stadion gleich. Bewegt eure Hintern. Hahaha. Ich renn. Ach, nein, ich muss mich auch retten. Geht aus dem Weg. Okay. Super Schrotflintenmodus. Ja. Super Schrotflintenmodus. Da. Da. Alle aus dem Weg. Okay. Das hat sehr gut geklappt. Außer eine freigeschaltet. Tödliches Ballett. Ja, das war echt ein tödliches Ballett gewesen. Für die. Nein. Bleibt stehen. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, was sie da mit mir machen. Das ist überhaupt nicht lustig. Noch nicht mal in enger geringster Weise. Ich würde gerne weiterkommen, aber ich finde nur Granaten. Toll! Hier explodiert gleich alles und die spielen hier alle Arschloch und lassen mich hier verrecken, oder was? Sehr nett von denen. Wirklich reizend. Reizend. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Ach, meine Nase. Ich werde sterben. Ach, ich kann nicht mehr rennen. Stimmt ja. Man kann nur eine bestimmte, Meteranzahl rennen. Denn sonst hat man keinen Saft mehr in sich drin. Okay. Kann ich hier wieder durch? Nein. Okay. Hier irgendwas ab... Ach, nein. Ich darf durch den Schacht, oder was? Nein. Noch. Was soll's. Dann gehen wir halt durch den Schacht. Okay. Suchen Sie einen Weg aus den Äußeren, bevor er zerstört wird. Suchen Sie einen Ring zu den Nagis. Suchen Sie einen Weg, die Nagis zu töten. Suchen Sie einen Weg, nicht zu sterben. Suchen Sie einen Weg, wo Sie nicht total explodieren und alles um Sie herum einstirbt. Suchen Sie einen Weg, wo der Computer speichert. Suchen Sie einen Weg, wo Leute kommen und Sie töten wollen. Suchen Sie einen Weg, wo alle... Suchen Sie einen Weg, Escape zu drücken. Leute, bis zum nächsten Mal bei 4.2. Ich sehe euch dann, wenn wir Nagis töten oder irgendwelche verrückten Leute oder Elmer mal wieder kommt und irgendwelche Leute mit ihren Tentakeln auffrisst. Ciao. Ja, 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 ja. Sehr schön.